ich bin's wieder, Irene, und heute gibt es ein Get Ready With Me für, ich sag mal, Prom oder besondere Anlässe oder Abschlussball, Abiball. Ja, auf jeden Fall gibt es heute ein Get Ready With Me für besondere Anlässe. Und zwar zeige ich euch, wie ich mein Make-up geschminkt habe, meine Haare gemacht habe. Und am Ende zeige ich euch nochmal das Outfit. Bevor wir aber anfangen, möchte ich ganz kurz auf diese Statement-Kette hier hinweisen. Und zwar ist die Kette von Eden bei Betty. Ich habe sie auch schon mal in einem Haul erwähnt gehabt. Auf jeden Fall hat sie mega coole und richtig hübsche, elegante Statement-Ketten. Und ich finde, für ein heftiges Kleid braucht man auch eine heftige Kette. Deswegen für alle die, die ein Kleid haben, aber nicht wissen, mit welchen Schmuck sie es kombinieren könnten, schaut einfach mal auf ihrer Webseite vorbei. Die Website und nochmal die Instagram-Seite werdet ihr in meiner Infobox finden. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch. Und zwar ist der Rabattcode Irene. Und mit diesem Rabattcode bekommt ihr 15% Rabatt. Ihr Business ist based in UK, also in England. Aber sie verschickt auch nach Deutschland und kann auch selber Deutsch sprechen, was ich nochmal gut finde, weil die Kommunikation einfach besser ist. Und was ich nochmal richtig gut finde, ist, dass man keine Versandkosten bezahlen muss. Das heißt, alle Pieces, alle Sachen, die sie anbietet, sind schon inklusive Versandkosten. Bei mir ist es immer so, wenn ich was bestelle und dann die Versandkosten sehe, bestelle ich es immer nicht, weil ich zu geizig bin für die Versandkosten. Aber egal. Außerdem ist dieses Video ein Kooperationsvideo mit der lieben Joy. Sie macht auch, natürlich, sie macht auch YouTube-Videos und sie hat wirklich sehr, sehr, sehr schöne Videos und eine super Ausstrahlung. Immer wenn ich ihre Videos angucke, denke ich, oh, du bist so lieb. Ich will dich knuddeln. Sorry guys, I'm awkward, I know. Auf jeden Fall schaut am Ende des Videos bei ihr vorbei. Es würde mich wirklich mega freuen und schreibt ihr in die Kommentare Irene sent me. Fangen wir an mit dem Video. Ach so, ja, und genau. Im Video werdet ihr auch die Uhr sehen. Die ist von Daniel Wellington und ich habe einen Rabattcode für euch und der ist Irene15. Den werdet ihr aber auch nochmal in der Infobox finden. Beziehungsweise schaut einfach in der Infobox vorbei. Dort werdet ihr alle Informationen finden. Und jetzt soll ich aufhören zu reden. Und let's get started! So, ich habe schon gleich mit dem Konturieren angefangen. Meine richtige Foundation-Routine werdet ihr in der Infobox finden. Die habe ich schon abgedreht. Und das Contour-Powder, was ich benutze, ist von Make-Up Geek in der Farbe Dark Warm. Dann konturiere ich meine Nase mit demselben Puder. Alle Produkte bzw. Sachen, die ich benutze, werdet ihr in der Infobox finden. Und ja, nachdem ich meine Nase konturiert habe, verblende ich das Ganze, damit es auch normal aussieht. Und dann highlighte ich mit dem Make-Up Geek Puder in der Farbe Romance. Und das trage ich auf meinen Wangenknochen auf, meine Nase, meine Oberlippe. So we can glow! Mein Blush ist von MAC in der Farbe Raisin. Ich glaube, das ist mein Lieblingsblush, den benutze ich irgendwie immer. Und dann machen wir uns auch schon an die Augen. Und zwar ist mein Primer von Catrice. Ja, es gibt es in der Drogerie. Und das trage ich einfach auf meine Augenlider auf, verblende das und sette das mit dem Make-Up Geek Eyeshadow in der Farbe Frappe. Das ist so eine bräunliche Farbe, die meiner Hautfarbe eigentlich sehr nahe kommt. Und ja, das Ganze trage ich auf und verblende. Nun nehmen wir die Farbe Coco Bear. Das ist eine rotbraune Farbe und das trage ich einfach in meiner Lidfarbe auf. Lidfalte auf und verblende das anschließend. Aus der The Balm New Tude Palette nehme ich mir die dunkelbraune Farbe und die Farbe heißt Sleek und das trage ich dann in meiner Lidfalte auf, aber ganz präzise. Und nun heißt es blenden, blenden, blenden. Ich sehe so derbe gelangweilt aus, weil ich so lange geblendet habe und ich habe diesen Clip vorgespült, also blenden, blenden, blenden. Nun nehme ich die Farbe Peach Smoothie, auch von Make-Up Geek, und trage das als Highlight unter meinen Augenbrauen auf. Als nächstes nehme ich mir meinen Fix Plus und besprühe meinen Pinsel damit. Denn wenn man seinen Pinsel anfeuchtet, wird die Farbe ein bisschen metallischer, ist das richtig? I don't know. Und ein bisschen mehr vibrant und das sieht dann so heftig aus, also es poppt so. Ja, die Farbe, die ich auf mein Lid auftrage, heißt Flamethrower, das ist auch von Make-Up Geek. Und ja, das trage ich einfach auf und anschließend verblende ich das Ganze, beziehungsweise ich verblende den Übergang. Dann mixe ich diese verschiedenen Brauntöne und trage sie
auf meinen unteren Wimpernkranz auf. Und ich weiß, not pretty. Dann nehme ich mir das Gold und versuche so einen Übergang zu schaffen von diesen Orangenen zu diesem Gold, damit das so fade. Och man, Leute, ihr wisst, was ich meine. Dann nehme ich mir nochmal das Braun und verblende alles sehr schön, damit es seamless aussieht und der Übergang schön aussieht. Kommen wir nun zum Eyeliner und ich benutze den NYX Matte Liquid Eyeliner. Und ich habe voll übertrieben mit dem Eyeliner. Auf einmal geht er fast bis zu meiner Augenbraue. Aber alles halb so schlimm. Wenn man falsche Wimpern trägt, finde ich, verdeckt es den Liner ein bisschen. Hier nehme ich einen schwarzen Kajalstift und trage das in meiner Wasserlinie auf. Und meine Augen haben angefangen zu drehen, warum auch immer. Der Lip Pencil ist von MAC in der Farbe Chestnut. Das ist mein Lieblingsbraun, muss ich leider zugeben. Der ist von MAC. Und dann trage ich Velvet Teddy auf. Das ist ein Lippenstift, ein matter Lippenstift. Und verblende das Ganze sehr schön. Und der zweite Lippenstift, den ich benutze, der ist auch von MAC und heißt Sushi Kiss. Anschließend tusche ich mir meine Wimpern mit der Benefit der Real Mascara und dann setze ich oder klebe ich mir falsche Wimpern auf. Um die schwarze Klebe noch ein bisschen mehr zu verdecken oder zu kaschieren, benutze ich wieder den matten Eyeliner von NYX und gehe nochmal über die Linie. Ja, wait for it. Here we go again. Ich kann nicht aufhören zu singen oder zu rappen, wenn ich mich schminke. Den Make-up-Teil haben wir jetzt überstanden, kommen wir jetzt nun zu den Haaren. Alle Informationen zu meinen Haaren werdet ihr in der Infobox finden. Aber ja, meine Haare sind von Lavie her und ja, ich creme sie erstmal mit dem Balea-Öl ein. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Dann teile ich meine Haare in zwei und pinne die andere Seite erstmal weg. Und dann locke ich meine Haare mit einem Lockenstab. Mein Lockenstab ist von Grundig. Ich glaube, den habe ich von Mediamarkt oder von Saturn. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es den dort gibt. Und ja, dann wickele ich meine Haare einfach um den Stab und locke sie. Die erste Hälfte haben wir jetzt nun geschafft und jetzt gucke ich, ob alle Strähnen wirklich gelockt sind und ob es gut aussieht und ob ich noch ein paar Strähnen nachlocken muss. Jetzt nehme ich mir wieder mein Öl und creme sie noch ein bisschen mehr ein. Und das Öl hat einen 240 Grad Hitzeschutz, deswegen finde ich das auch nochmal gut, da muss man keinen extra Hitzeschutz benutzen. Nun nehme ich mir drei Strähnen und flechte meine Haare in einen Cornrow, also einen Bauernzopf nennt man das, glaube ich, auf Deutsch, I don't know. Auf jeden Fall, je weiter ich nach unten flechte, desto mehr Haare nehme ich mit und ja, das Gleiche mache ich auf der Seite und dann nochmal auf der anderen Seite. Ach ja, am Ende seht ihr nochmal das Outfit und die ganzen Details und alle Informationen zu dem Outfit, zu der Kette, zu der Uhr, zu der Tasche, was auch immer, werdet ihr in der Infobox finden. Also vergesst nicht, da vorbeizuschauen.
So, die beiden Braids binde ich mir dann oder klammere ich mir dann hinten fest und dann sind wir fertig mit dem Hairstyle. Aber es fehlt noch Hairspray, damit alles schön gut hält. Falls euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und vergesst nicht bei Joy vorbeizuschauen. Und falls ihr Lust habt, mich auf Instagram zu besuchen, mein Name ist @IreneAsamoahOfficial und dann sehe ich euch beim nächsten Video. Tschüss!